Ein Gerichtsprozess im bayerischen Deggendorf im Januar. Der Mann mit der Sturmhaube trägt sonst ein Priestergewand. Er ist angeklagt wegen sexueller Übergriffe auf einen 15-Jährigen. Sie wissen, wie er wirklich aussieht. Früher, vor mehr als 10 Jahren, waren sie befreundet. Aus Sorge vor den Reaktionen in ihrer Gemeinde wollen sie anonym bleiben. Eigentlich haben wir uns blenden lassen, muss man ganz klar sagen. Das hat er geschickt verstanden, sich bei uns immer eine reine Weste zu waschen. Er hat uns absolut manipuliert, kann man nicht anders sagen. Wir recherchieren. Wie kann es sein, dass noch in jüngster Vergangenheit ein Priester Missbrauchstaten begeht, obwohl dem Erzbistum Köln schon seit Jahren bekannt ist, welche Gefahr von ihm ausgeht? Es beginnt in Wipperfürth. Im Jahr 2010 tritt Alfons H. hier im Bergischen Land seinen Dienst als Priester an. Er ist schon 50, war vorher Ingenieur. Schon wenige Wochen nach Amtsantritt gibt es erste Hinweise auf Fehlverhalten bei einer Ferienfreizeit in den Schweizer Alpen. Wir finden einen Teilnehmer. Er spricht mit uns, aber nur ohne Kamera. Alfons H. kam in die Dusche und starrte mich an, als ich nackt war und mich wusch. Damals ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Als wir wieder zu Hause waren, habe ich das meinen Eltern erzählt. Die haben sich dann an das Bistum gewandt. Schon 2010 hat das Erzbistum Köln also erste Hinweise. Priester H. bekommt die Auflage, dass er nicht mehr mit Kindern und Jugendlichen arbeiten darf. Er wird regulär versetzt. Nach Worringen im Kölner Norden. In der Zeitung ein Porträt über den neuen Kaplan. Lasset die Kinder zu mir kommen, heißt es da. Es seien so wenig Kinder in der Kirche. Nach unseren Recherchen unternimmt das Bistum nichts. Unsere Frage, ob das Bistum den Artikel kannte, bleibt unbeantwortet. 2013 dann der Fall, von dem Sie erfahren, bei einer Fahrradtour mit Übernachtungen. Dabei ist es dann zu sexuellen Handlungen in der Nacht gekommen, weil er immer wieder verstanden hat, geschickt die Zimmerplanung so einzufädeln, dass er mit einem Jugendlichen oder jungen Mann aufs Zimmer kommt. Und dieser junge Mann hat sich dann auf dem Heimweg bei uns im Auto geöffnet, überströmt mit Tränen und alles erzählt. Auch die Eltern dieses Teenagers wenden sich ans Bistum. Der Priester dementiert die Vorwürfe. Es steht Aussage gegen Aussage. Und das Bistum gibt ein medizinisches Gutachten über H. in Auftrag. Das Ergebnis? 3 Maßnahmen. H. muss eine Therapie machen. Er soll ab jetzt durch einen anderen Seelsorger begleitet werden. Und erneut die Vorgabe, keine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Nur dann könne H. gefahrlos weiter als Priester arbeiten. Mit diesen Auflagen bekommt der Priester 2014 eine neue Stelle in Hahn bei Wuppertal. Seine Aufgabe Seniorenarbeit. 4 Jahre später folgt Windeck. Die Homepage der Gemeinde bei Bonn zeigte 2022 Haas Aufgaben, unter anderem Firmungen mit Jugendlichen und Schulen. Aus Windeck bekommt das Erzbistum eine weitere Meldung mitten im Corona-Lockdown. Ein Jugendlicher soll auffällig oft bei Alfons H. zu Hause sein, teilweise bis in die Abendstunden. Das Bistum informiert die Eltern. Konsequenzen für H. gibt es keine. Etwa zur gleichen Zeit präsentiert der Kölner Kardinal Wölki die Missbrauchsuntersuchung des Bistums, erstellt von Strafrechtler Björn Gerke. Darin auch der Fall von Alfons H. und das Gutachten über ihn. Allerdings fehlt eine entscheidende Passage. Von dem Geistlichen gehe keine Gefahr aus, heißt es hier. Die Auflage, keine Arbeit mit Kindern, wird nirgendwo erwähnt. Dass so ein entscheidender Satz im Gerke-Gutachten fehlt, wirft die Frage auf, was für eine Qualität hat eigentlich dieses Gutachten? Und es zeigt ganz klar, dass dieses Gutachten auch nutzlos ist, weil es überhaupt keine Konsequenz auf das Handeln der Verantwortlichen hatte. Warum sich der Zusatz nicht in seinem Gutachten findet, konnte Strafrechtler Gerke auf Anfrage nicht erklären. Es handle sich um eine Zusammenfassung der Akten, die das Bistum zur Verfügung gestellt habe.
Mehr als ein Jahr nach der Vorstellung der Missbrauchsuntersuchung, so hat es Alfons H. vor Gericht gestanden, hat er im Urlaub jenen Teenager missbraucht, der während der Corona-Zeit bei ihm ein- und ausgegangen war. Als das Bistum davon erfuhr, informierte es die Staatsanwaltschaft. H.'s Anwalt teilt uns mit, der Kontakt mit dem Jugendlichen sei rein privater Natur gewesen, das Urteil 1,5 Jahre auf Bewährung. Das Bistum schreibt, einer der leitenden Pfarrer aus Windeck habe Alfons H. doch mit Kindern arbeiten lassen. Er sei sanktioniert worden. Der Fehler liegt im System. Es ist ein absolutes Versagen der Leitungsebene des Erzbistums, dass dieser Priester überhaupt zum Einsatz gekommen ist, dass er noch weiter versetzt wurde. Und jetzt die Verantwortung auf die Verantwortlichen vor Ort abzuwälzen, ist absolut fragwürdig. Versprochen haben die Verantwortlichen im Bistum Köln immer wieder, dass Missbrauch verhindert werden soll. Im Fall Alfons H. ist dieser Vorsatz gescheitert.